Da haben wir wieder so einen Staubsauger, oder was sein soll. Das sieht aus wie eine Werkbank mit einem Skalpell. Ich erinnere mich an diesen Moment, damals im Lager. Ich kannte sie gut. Zäh, mit eisernem Willen. Keine Familie mehr, alle tot. Der Glaube, er hat sie am Leben erhalten. Ich habe so einen starken Glauben nicht. Für mich muss es überall Zweifel geben. Sonst ist kein Platz für Fragen, zum Lernen. Dieser Ort hier ist das Ergebnis gnadenloser Überzeugung. Absolute Gewissheit führt hierher. Und trotzdem glauben Sie? Ich frage mich, was für ein Gott so viel Leid zulässt. Und ich frage mich, ob ich noch an ihn glauben kann. Vielleicht will er uns prüfen. Möglich. Und wenn das so ist, dann versagen wir kläglich. Wächst schon wieder nach, ist ja kein Problem. Ah ja, wir haben wieder Signale. Und zwar zwei Stück, die noch ein wenig entfernt sind, aber ich leg's mal nicht drauf an und pass mal lieber auf. Oh, aufladen. Ja gut. So, 5250, wir kommen immer näher. Schalldämpfer haben wir bisher immer noch nicht. Da hinten ist was. Ja, da hinten steht jemand. Ah, hier können wir nochmal nachladen. Und hier drinnen sind wir recht safe. Hier kommen... Ja, okay, da hinten können sie rein. Ich denke mal nicht, dass die hier durchkriechen. Und die Tür lässt sich gar nicht erst öffnen. Also, wenn Alarm ausgelöst wird, gibt es hier auf jeden Fall einen guten Rückzugsort. Oh, da hinten sind sie. Die stehen ja gerade alle. Ich muss kurz warten, bis sie vorbeigelaufen sind. Hallöchen. Ja, jetzt lauf nicht hier hin. Jetzt husch. Ja, jetzt kommt der tatsächlich hier hin. Ih, was ist das? Ich dachte gerade, das Kabel bewegt sich. So. Ich weiß auch gar nicht genau, wohin ich denn jetzt gehen soll. Soll ich einfach weiterlaufen? Ich lauf einfach mal. Nein! Ha! Bin aber weg. Aber ich glaube, hier geht's noch weiter. Oh ja, hier haben wir auch eine Aufladestation. Sehr schön. Jetzt muss ich aber mal die Kommandanten finden. Die sind sehr weit weg. Also jetzt nicht mehr, aber... Ja, die wissen gerade sowieso nicht, wo ich bin. Soll ich jetzt hier hochgehen? Immer, ich weiß nicht. Hoch? Bin ich schon oben? Ah, da ist ja einer. Sehr schön. Jetzt bräuchte ich noch den zweiten. Mist, den zweiten weiß ich gerade nicht, wo der ist. Doch, da hinten. Ha, haben wir. Sehr schön. Oh, ich kann hier... Okay, da hinten können wir auch wieder nachladen. So, ich muss mal eben nachladen. Das können wir ja hier... Wo war das? Ein bisschen aufstehen. Wir brauchen ja jetzt nicht mehr rumkriechen. Wo war das denn? Huch! Oh, Granate. Ja, die haben aber auch welche. Da ist jemand. Kann man hier durchschießen? Ne, da ist ein Fenster vor. Ich glaube, das geht auch nicht kaputt. Ach, hier warst du. Ich wusste doch, dass ich dich irgendwo hier gesehen habe. Jetzt stehst du um die Ecke und wartest auf mich. So. Wo bist du? Da hinten seid ihr, warte. Hier nimmt das und das da. Die eine ist sowieso gerade woanders hingeflogen. Komm, ich werf noch eine darüber. Hoffentlich kriegen die auch schön Schaden. So. Den haben wir. Und ich hab dich. Der da hinten steht wieder auf. Nein, jetzt wirft er hier. Das ist sehr gefährlich, weil davon, ich bin schon mal in der Luft geflogen, dank so einer Granate. So, die schöne Waffe. Ey, die kann man durchschießen? Jo, hier ist, glaube ich, keine Scheibe drin. Och man, hätte ich mal ein richtiges Scharfschützengewehr hier. Na gut, will zum Glück keine Streuung so wirklich. Haben wir den?
Ja, der nächste bitte. Da. Mal eben herausgeschrocken. Ach komm, ich komme gleich zu dir. Einen Moment, ich lade mal eben noch nach. Ja, gucke, ich drehe mich um und schon schießt er auf mich. Ha, ich sehe deine Füße. Ich glaube, den haben wir. Den sehe ich auch teilweise, den treffen wir sogar. Und er ist auch besiegt. Ja. Okay. Ja, komm, dann kann ich ja auch gleich hier wieder raus. Da haben wir noch eine. Auf Reserve gehabt. Oh. Nee, ich glaube, ich komme da nicht durch. Nee. Da komme ich nicht durch. Ja, dann lass uns wieder da hinten lang. Ich glaube, da sind wir sowieso auf dem richtigen Weg. Ja, da unten war Rüstung. Die würde ich gerne mitnehmen. Nee, das ist gar keine Rüstung. Aber hier liegt doch sicherlich irgendwo Rüstung rum. Nee? Diesmal nicht? Noch da hinten. Ah, komm. Okay. Mal 25. Na gut, wo sind die Codes? Da hinten. Das sieht aus wie ein Aufzug. Der könnte uns weiter nach oben führen. Vielleicht müssen wir da hin. Oh, da hinten kommt noch ein großer. Ich versuche den mal zu ignorieren. Das muss ja jetzt auch nicht unbedingt. So, jo, hier sind wir richtig. Okay, tschüss, großer. Wieder ein Knopf. Ciao. Da hinten steht er. Tja, wenn der sich da hinten aufhält, irgendwo im Nirgendwo. Mir bricht es das Herz. Viele langjährige Freunde sind inzwischen Anhänger des Regimes. Mutter und Vater sind nicht glücklich, aber sie ordnen sich unter, statt Widerstand zu leisten. Ich mache gute Miene zum bösen Spiel, aber ich verspüre Wut gegenüber meinen Eltern. Ich bin 33 Jahre alt und ganz allein auf der Welt. Huch, was ist das denn? Wo kommen wir denn jetzt? Was ist das denn für ein Raum? Oh, der sieht heftig aus. Der sieht richtig heftig aus. Okay, ich... Oh, Leute, ich baue erstmal eine Position. Das ist ja ein heftiger Raum. Hier sind ja überall Leute. Ja, wahrscheinlich sind hier die Codes. Da unten waren auf jeden Fall zwei Aufladestationen sogar nebeneinander. Das bedeutet... Da ist ein Hund. Den muss ich schnell erledigen. Sonst kriege ich jetzt zu viel Schaden. So, keine Munition mehr. Ah, doch, jetzt... Ach, wir brauchen die gar nicht nachladen. Wir... Okay. Muss mal eben Waffenwechsel machen. Unsere Rüstung ist gleich runtergeschossen. Zack, zack, zack. Und jetzt muss ich hier auch noch nachladen. Haben wir den? Den haben wir. Okay. Habe ich gerade wieder einen Hund gehört? So, steht da jemand? Hallo? Ach nee, das ist irgend so ein Terminal. Ich habe zwar schon viele Batterien aufgesammelt, aber anscheinend brauchen wir noch viel mehr, um das Ding wieder aufzuladen. Ich gehe mal kurz nach unten. Weil allzu viel Pistolenmunition haben wir auch nicht. Und hier können wir so oft nachladen, wie wir wollen. Zack, und wieder voll. Ja, wo seid ihr anderen denn? Seid ihr jetzt alle hier rübergelaufen und... Damit war es das, oder? Ja. Tatsächlich, die sind hier alle rübergelaufen. Na gut, da haben wir sie alle auf einmal erledigt. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier sind überall diese Dinger, diese Terminals, aber ist nichts zu tun. Da unten glitzert was, das sieht aber aus wie ein Medipack. Oder ist hier noch einer, den ich besiegen muss vorerst? Da hinten ist was. Das sieht doch gut aus, oder? Ja, hier kann man durch. Ah, so. Ich dachte, die bewachen hier die Codes oder so. Huch. Kommandomodul wird die neueste Generation von Maschinensoldaten gebaut. Soweit wir wissen, gibt es von dort aus einen Zugang zur Kommandozentrale. So, was haben wir jetzt bekommen? Eine Konzeptzeichnung. Dekontaminationsblock D7. Mhm, sehr schön. Medipack. Ach, nee. Komm, lass mal stecken da. So, sind hier auch wieder ein paar von den Soldaten.
Die Tomaten. Nö, sieht nicht so aus. Aber eine Kamera. Hallöchen. Ah, kann ich gar nicht wegschießen. Geht gar nicht. Hier ist aber eine Öffnung. Oh, geht aber nicht auf. Die Öffnung, die nicht aufgeht. Schade. Das heißt aber, da geht's nicht lang. Wahrscheinlich hier. Ja, da geht's lang. Okay. Ja, hier ist auch nichts mehr. Müssen doch bald mal da sein hier. Das ist eine große Mondbasis. Ich muss den Entschlüsselungscode finden und dann weg von diesem öden Ort. Okay. Guck mal da hinten. Oh, da kommt ja noch einer. Mist. Kommt da noch einer um die Ecke. Oh, wir haben hier ein Auflademodul. Aber zum Glück ist hier keiner, der Alarm schlägt. Also kein Kommandant. Das war's schon? Also die halten aber recht unterschiedlich viel aus. Manche, da musst du irgendwie 5 Sekunden lang draufhalten. Bei manchen nur einmal ganz kurz. Aber das wäre doch jetzt nicht nur... Ach, da ist ja noch einer. Der hält schon wieder ein bisschen mehr auf. Ach, wegen dem muss ich jetzt wieder zurück und aufladen. So. Alle mit erreicht. Wir können auch ein bisschen aufheben. Oh, was ist das denn? Was ist das hier? Gibt es hier irgendwo einen Knopf? Kann ich da... Ah, da, jo. Da ist mal wieder einer. Oh, das ist aber kein Knopf. Das sind ganz viele Tasten. Egal. Okay. Ich drücke jetzt die Entschlüsselungscode aus. Sie haben es geschafft, Blazkowicz. Und jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Das sieht aus wie Kinotickets. Oh, den haben wir. Habt ihr mich bemerkt? Oh. Das ist, glaube ich, nicht gut. Achtung. Sicherheitsverstoß. Ich dachte, das wären Kinotickets. Sorry. Hier geht's nicht durch, ne? Oh, da geht's durch. Einmal Notausgang oder... Oh, hier ist was. Jetzt geht das wieder los hier. Ja, Rekordverdächtig. Ja. Gesundheitsverbesserung bekommen. Da haben wir sie doch noch bekommen. Gut. Sehr schön. Da war sie wieder in so einem Tresor. Sehr schön. Gesundheitsverbesserung haben wir auch eingepackt. Allihop. Jetzt haben wir 190. Ulala. Hätten wir das in Kapitel 3 auch noch genommen, dann haben wir jetzt 200. Hui. Ich sollte weiterkämpfen. Aber gegen wen nur? Hier gehören jetzt alle zum Regime. Oder sie tun wenigstens so. Ich vermag es nicht mehr zu unterscheiden. Mhm. MAPE. Rechnersystemkomponente. Ja, du kannst es so oft sagen, wie du willst. Ist mir egal. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier verschwinde. Aber wie komme ich denn jetzt eigentlich von hier weg? Gibt es ein Taxi, ein Mondtaxi? Wo du sagst, komm, fahr mir mal bitte Richtung Erde, da ist schon mal ganz gut. Kannst du mich auch auf der Hälfte des Weges rausschmeißen, den Rest laufe ich. Oder schwimme ich. Da hinten ist einer. Wenn das der einzigste ist, ist ja kein Problem. Da links steht noch einer. Aber den kann ich ja danach noch ausschalten, falls er sich nicht umdreht. Und er dreht sich um. Aber die Waffe ist, glaube ich, nicht sehr laut. Die Waffe hier. Ah, guck mal hier. Sehr schön. Was ist das hier? Gar nichts. Muss ich hier raus? Ich glaube, die Türen lassen sich jetzt gar nicht mehr öffnen, oder? Nee. Ah, aber wir können uns nochmal einen eigenen Weg hier eröffnen. Das hier ist der Laser. Ich mache aber beide auf. Es sei denn... Genau, es sei denn genau das passiert. Schnell wieder wechseln. Oh, da hat mich jemand gehört. Ist ja gut. Sicherheitsstufe Alpha. Ah, da ist einer. Der sieht ein bisschen besser gepanzert. Wie hast du mich denn jetzt entdeckt? Der hat eine gute Wahrnehmung, hat er. Was hast du hier? Ein bisschen okay zum Nachladen. Oh, da hinten steht ja noch jemand. So, lass mich mal ganz schnell... Ja, die Ansage hat wohl nichts anderes zu tun. Dann kann ich auch gut verstehen, warum die ganze Zeit da immer wieder dasselbe sagt. Ja, hier ist ja sonst nichts mehr. Die Gesundheitsverbesserung haben wir ja jetzt auch. Dann ist das ja alles soweit schön. Tagebuch, der letzte Eintrag in diesem Kapitel. Totenkopfsmänner besuchen die Klinik hin und wieder.
Sie nehmen Menschen mit, die ich seit Jahren betreue. Ich schaue weg. Ich hasse sie. Ich hasse mich selbst, weil ich aufgebe. Aber ich kann nicht mehr allein kämpfen. Ich beobachte den Mann mit den Narben. Ich flüstere ihm Dinge zu. Manchmal kann ich sehen, dass ein Teil von ihm wach ist. Ob er mich sehen kann. Ich lasse nicht zu, dass sie ihn mitnehmen. Der Mann mit den Narben. Mit den Narben, okay. Was hast du da am Ende noch sagen wollen? Ich lasse nicht zu, dass sie mitnehmen. Ach so, da geht's noch weiter. Ach, deswegen hat sie noch mal was sagen wollen. Okay, das ist der letzte Eintrag. Ah, William, einige der Dinge in diesem Tagebuch sind lange her und manche könnten mir passiert sein. Ich vermisse dich. Ich habe dich schon vermisst, bevor ich dich überhaupt kannte. Da steht jemand. Eine Rolltreppe. Fahren wir jetzt mit der U-Bahn bis zur Erde? Den Weg will ich sehen. Okay. Achtung. Sicherheitsverstoß. Ach, das ist der nächste. Guck mal, den interessiert das aber auch überhaupt nicht, das mit dem Sicherheitsverstoß. Das ist ihnen total egal. Ach, sieh einer an, wo wir hier sind. Ja, der wird mich ja da hinten entdecken. Da kann ich mich ja kaum... Hallöchen, Leute. Na, wie geht's euch? Alles fit? Pass mal auf. Oh, ich habe ja nur eine. Aber hat gesessen. So. Ah, da ist ein Knopf. Okay. Sollen wir den drücken? Ja. Wir setzen uns jetzt hier gemütlich hin. Notausstieg. Oho. Wir haben sogar Musik. Mond, Mond. Ja, ja. Okay. Aufstehen, aufstehen. Das wird doch kein gemütlicher Spaziergang. Ha! Hast mich nicht bekommen. Nein, der hat die Musikanlage geschrottet. Und wir können nicht mehr weiterfahren. Mist. Ja, die Musik ist ja jetzt total kaputt. Mano. War gerade so gemütlich. Ja, komm wieder hoch. Da hinten ist noch einer. Oh, der hält aber viel aus. Mist. Keine Munition mehr. Wechsel. Nachladen. Ihr mit euren Überraschungseffekten hier immer. Aber eigentlich wusste ich noch im Hinterkopf, dass da einer ist. Nur irgendwie habe ich es verdrängt. Wo sind wir denn jetzt? Schon wieder irgendwo, nur wieder anders. Irgendwo, aber nur woanders. So. Einen Moment bitte jetzt noch nicht kommen, ich muss nachladen. Und so, genug Energie wieder. Bin wieder einsetzbar. Wow, hallo, guten Tag. Ach Mann, wegen euch muss ich jetzt wieder zurücklaufen, nachladen. Mensch, Mensch, Mensch. So. Wir bräuchten mal so eine richtig fette Batterie so auf dem Rücken. Die nehmen wir dann mit. Dann brauche ich nicht mehr so nachladen. Ah, da hat jemand geschossen. Hallo? Sieht man von hier die Erde? Nö. Die ist auf der anderen Seite des Monds, glaube ich. Du hast mich? Ja, herzlichen Glückwunsch. Kriegst vielleicht eine Beförderung. Na? Fall um. Ah, er fällt um, okay. Ich hab nicht mehr so viel Schuss. Bist du erledigt? Ja. Sind wir jetzt wieder hier am Anfang? Ja. Oder? Ja, hier waren wir, glaube ich, am Anfang. Aber hier, ja, hier gibt es auf jeden Fall wieder Medipacks. Doch, da! Habe ich reingebrannt. Okay, haben die Medipack wieder aufgefüllt. Extra für mich, das ist aber lieb von denen. So, hier kann ich jetzt durch. Da konnten wir letztes Mal nicht durch. Haben sie nämlich schon zugemacht. Komischerweise ist jetzt offen. Ah, und ich weiß noch, wie ich am Anfang versucht habe, das hier aufzuschneiden. Was aber damals noch nicht ging. Da wir unsere Waffen noch nicht hatten. Ey! Ich habe gerade... Da war jetzt nur Rüstung drin, okay.
Ja, immerhin. Geht's noch? Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur wieder hier runter. Ferien sind vorbei. Ich meine Urlaub. Der Urlaub ist vorbei. Ich kann wieder vom Mond runter. Der schreit hier. Ach, du bist das. So, zurück zur Erde. Bin ich dabei. Ich vermisse die. Und dabei bin ich noch gar nicht mal so lange hier oben. Und ich vermisse die jetzt schon. Warte mal. Da ist nichts. Da oben war was. Nee. Ach, keine Ahnung. Da. Da auf dem Boden, genau. Da lag auf jeden Fall was Unsichtbares. Oh, da geht's ja gar nicht lang. Ach, da hinten wahrscheinlich. Willkommen auf dem Mond. Nein, ich möchte wieder weg. Abflug und Ankunft. Nee, Ankunft nicht. Ich mache einen Abflug. Ach so. Warte mal. Abflug. Das heißt, ich muss jetzt da durch? Nee, da hinten muss ich lang. Okay, von da hinten kam ich ja. Hangarbucht. Konzeptzeichnung. Ah, hier, bitte sehr, die Konzeptzeichnung. Oder haben wir wieder ordentlich was gefunden? Okay. Ah, damit wollen wir abheben. Aha. Ja, einen Moment. Aha. Ah. Ich habe eine Aufladestation, das ist ja schon mal gut. Ah, Mist, ich warte mal eben. Jetzt. Oh, das hat er ausgehalten. Komm, 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 schnell, schnell. Okay, erstmal den einen erledigen. Der eine ist erledigt, glaube ich. Der andere auch. Nee, werf mal die Waffe weg. Was passiert hier? Warum piept das? Warum piept das? Eben noch nachladen. Danach kann ich mal eben kurz da reinspringen. Ah, ist das Piepen ekelhaft. Was war das denn? Was geht hier vor sich? Hilfe! Kommandozentrale London Nautica, Transporter Nummer 4. Meine Ladung ist zerstört. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem Leben davon. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist, er ist im Schiff! Transporter 4, melden Sie sich. Transporter 4. Was ich alles in diesem Leben gesehen habe. Üble Scheiße, die dir den Magen umdreht. Dein Haar grau werden lässt. Okay, Captain Cowboy, Roger. Hier spricht Ihr Kumpel Klaus Kreuz im Wagen auf dem Weg zum London Nautica. Gehen Sie nach unten zu den Parkplätzen, dann sammle ich Sie ein. Roger? Ich habe 1000 Schlachten gesehen. Das London Nautica eröffnet das Feuer. Ich glaube, die schießen auf Sie. Ich habe die Sonne auf 5 Kontinenten untergehen sehen. Ich habe Staub vom Mond aufsteigen gesehen. Aber alles, was ich will, ist dich wiederzusehen. Tageslicht, kalte Luft. Scheinbar lebe ich immer noch. Stehen geblieben! Ach du Backe. Leute, ich komme doch gerade erstmal aus dem Urlaub. Der Mond war nicht so mein Ding, deswegen. Ich weiß auch nicht, ob ich da nochmal hingehe, aber kann ich hier bitte mal irgendwo raus? Nee, anscheinend nicht. Mist! Kriege ich vielleicht mal Unterstützung? Oh, ey, geil. Hä? Ich glaube, das war's. Hilfe. Lauf. Lauf, lauf, spring. Das war's doch nicht. Wir haben überlebt, oder? Ich weiß es nicht. Oh. Entschuldigung, pardon. Es tut mir leid. Hä, woher haben wir denn die Waffe jetzt? Mann, hör auf mich anzuschießen, sonst kann ich nicht zielen. Hä? Ah, jetzt haben wir ihn. Hä? Ah, der hält ein bisschen mehr aus. Aua. Boah, hält der viel aus. Ja, das ist wieder so ein richtig gepanzerter Kollege. Hä? Was habe ich denn jetzt für eine Waffe hier? Die wollte ich doch gar nicht.
Haben wir für dir keine Munition mehr? Scharfschützengewehr. Warum hat er denn jetzt wieder einen Zielaufsatz? Hey, warum wechselt? Hä? Ach so. Okay, ich versteh's. Alles klar, Sturmgewehr. Oh, der hat eine Schrotflinte. Oh, da haben wir gerade noch überlebt. Wenn der zu nah kommt und dann drauf schießt, dann haben wir ein Problem. Haben wir den? Ja. Aber irgendwo steht noch einer. Da. Nein, keine Munition mehr. War doch ein bisschen nachladen. Okay. Wir haben sogar noch Raketen. Glaube ich. Ja. Nähere mich den Parkplätzen am Nautica. Roger? Castro, hören Sie mich? Hier ist Berlin. Kommen Sie in die Gänge, ja? Das Auto von London arbeitet wieder. Heilige Scheiße nochmal. Wir werden angegriffen. Oh oh. Oh Mann, oh Mann. Oh oh, die haben echte Probleme. Ich komme nach Hause. Ich habe zwar eigentlich meinen eigenen gerade gehabt, aber hat sich ja soweit jetzt erledigt. Huch. Lass mal kurz einen Munitionscheck machen. Wir haben jetzt eine Schrotflinte. Wir haben Sturmgewehr. So langsam füllt sich das Ganze wieder. Scharfschützengewehr haben wir jetzt sogar einen Aufsatz für. Jedoch, ach, wir können den umklappen und dann haben wir unsere Munition. Unsere Batteriemunition. Na gut. Alles klar.